Ja, hallo. Ja, es gibt natürlich eine enorme Bandbreite an Dingen, über die man sich da jetzt aufregen kann und sollte. Und das ist auch heute nur wieder so gesprudelt in mir. Und da kamen dann auch solche von Seiten der ARD, solche Kommentare vom stellvertretenden Chefredakteur, dass man sich ja um Unabhängigkeit und wirtschaftliche Unabhängigkeit, politische Unabhängigkeit bemüht. Aber das hat dann ein anderer Facebook-User richtig kommentiert, das war der Witz des Tages. Ich möchte mich auf einen Punkt ein bisschen mehr konzentrieren, nämlich die Berichterstattung durchgehend eigentlich seit Beginn der sogenannten Krise. Und da wird ganz einfach die Geschichte von der Sparpolitik so eins zu eins übernommen, wie sie eigentlich letzten Endes unsere Regierungen uns verkaufen wollen. Und ich frage mich immer, wie es möglich ist, wie das die Journalistinnen schaffen, sich genau die Leute auf den Demos rauszugreifen, die dann gerade eine gemäßigtere Meinung haben. Weil wenn man mal schauen würde, wie die Kräfteverhältnisse so sind, wird dann geschrieben linke Gruppen, ja, aber der allergrößte Anteil der Menschen, die da sind, die haben schon lange realisiert, dass es nicht mehr nur um Sparpolitik geht, sondern dass es um das System als solches geht. Den allermeisten Menschen, die auf dieser Demo heute in Spanien sind, die sind, glaube ich, dafür da, den Kapitalismus als solches zu überwinden oder abzuschaffen oder wie auch immer. Und das ist der Punkt, an dem es immer aufhört in der Berichterstattung unserer etablierten Systemmedien. Und bei Frankfurt haben wir gesehen am 15. Mai, dass man dann nicht drumherum kam, auch mal das Wort Raubtierkapitalismus zu benutzen oder Casino-Kapitalismus. Ja, da nimmt man das mal in den Mund. Aber was eigentlich dahinter steckt, hinter diesem Wort, was dieses allumfassende System, was es sozusagen bedeutet, da wird die Informations- und Bildungspflicht, die ja sonst ganz groß an anderer Stelle auf die Fahne geschrieben wird, die wird da überhaupt nicht so genau genommen. Dass all diese ganzen Zustände schon von großen Menschen der Geschichte schon vorhergesagt wurden, die Krisenhaftigkeit, die Vereinzelung, der Imperialismus, die Kriege, das ist alles bekannt. Und an dieser Stelle kann kein Mensch, der in diesen Staatsmedien arbeitet, behaupten, dass das unabhängiger Journalismus ist.